Alles klar, ich hoffe, ihr seid bereit für mehr Flash Games. Ich wollte eben schon instinktiv mein Gamepad mir packen, aber die ganzen Flash Games, die spielen wir alle mit Maus und Tastatur. Jetzt spielen wir erstmal Mario vs. Angry Birds. Okay, das ist ein sehr kleiner Bildschirm. Moment. Kann ich das nicht fixen? Okay, dann spielen wir das echt nur kurz, weil das sieht ja echt für den Arsch aus. Wäre einfach nur Mini-Spielfläche hier, dann ganz viel schwarzer Bildschirm und dann noch mehr grauer Bildschirm. Okay. Ja, weil, wie soll ich sagen, bei manchen Spielen kann man halt einstellen, ob man die Größe ändern kann nochmal oder anpassen kann. Und bei manchen halt nicht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Jedes Spiel, was ich starte, starte im Adobe Flash Player 32. So heißt das Fenster hier, ne, wo das hier dran steht. Und oft kann man da oben in die Leiste gehen, ins Menü und die Sachen anpassen. Bei manchen Spielen aber nicht, so wie hier. Und dann sieht das halt scheiße aus. Deswegen halten wir uns nur kurz hier auf. Ich kann euch das nicht zumuten, dass man sich das die ganze Zeit so anguckt. So Mini-Bildschirm. Spielen wir lieber Mario vs. Luigi 4. Wo auch immer die ersten drei geblieben sind. Weil das sieht schon besser aus. Guck mal, da haben wir schon einen größeren Bildschirm. Ne? Also, ich versuche mal die, wo das nicht geht, vielleicht nur kurz zu halten. Okay, das ist ein Mario Party DS-Bildschirm. Mit einer gruseligen Musik. Okay, was soll diese Soundeffekte? What? Yo! Das ist nicht Luigi! Button mashen, einfach Maustaste kaputt hauen. Ah, natürlich, am Ende wird der weggebombt. Next! Go! Yeah! Das nenne ich mal Gameplay, liebe Freunde! Einfach draufhauen. Ich muss einfach nur Mausklick machen. Was passiert, wenn ich langsam klicke? Okay, er kann mich auch hauen, ne? Der Tod wird jetzt verprügelt. Das ist das. Ach so, ich habe noch 4 Sekunden Zeit. Oh, scheiße, schaffe ich das noch? Ah! Boah, gerade noch so. Also, es ist einfach so ein Button-Mash-Game. Oh nein! Das tut mir so leid. Was hat Peach mir jemals getan? Aber die Frage, schlägt sie auch zurück? Ah, sie elektrisiert mich mit ihrem Zauberstab. Was soll das denn hier, hallo? Was ist das für ein Löwengeräusch? Okay, Bowser. Da kann ich das noch verkraften. Warum auch immer Mario größer als Bowser ist. Boah, so langsam geben mal meine Finger nach hier mit den ganzen Klicken. Ah, okay, wo ist Luigi? Wir wollten nicht Luigi zusammenschlagen. Da. Der finale Boss vermutlich. Okay, Moment, ich muss meine Finger erstmal hier klar kriegen. Oh, Luigis Animation sieht echt düster aus, wenn er einen aufs Maul bekommt. Ah! 10 Sekunden noch, ich glaube, ich schaffe es. Ah, und er wird weggebombt. You win! Das war lustig. Ich meine, es hat ein echt mieses Gameplay gehabt und meine Hand ist jetzt kaputt. Einfach nur Maustaste mashen. Aber es gibt keinen Grund, warum ich die alle verprügeln muss. Die werden einfach verprügelt. Vielleicht hat das nächste Spiel hier mehr Tiefe, nämlich Mario vs. Sonic Racing. Wie schön! Ein Rennspiel. Sowas hatten wir ja noch gar nicht in unserem lustigen Compilation-Ding hier. Nein, es ist wahrscheinlich eins wie immer wieder die gleichen Dinger. Mario ist auf einem lustigen Motorrad unterwegs. Und das Ding steuert sich wie Scheiße. Das kann ich euch jetzt schon sagen, ohne das Spiel überhaupt gespielt zu haben. Okay. Es ist nicht Mario für Sonic Arm drücken, wie es hier impliziert. Na gut. Na klar, let's go. Warte mal. Oh shit, das ist ein Rennen. Na gut. Warum ist. Okay, Marios Arm ist viel zu lang. Mario hat richtige Orang-Utan-Arme. Und sein M auf der Mütze ist schwarz, aber das ist, glaube ich, ein kleines Problem. Sonic kann auch viel schneller laufen, als Motorrad zu fahren. Wir haben verloren. Okay, nochmal. Ich meine, gut, es gibt ja auch Sonic-Rennspiele und da habe ich auch nicht verstanden, warum er nicht läuft. Sonic und Sega All-Star Racing und so weiter. Oder warum Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, warum Sonic nur ein bisschen schneller laufen kann als alle anderen. Wobei er sonst immer in den Spielen und sonst wo immer in 2 Sekunden alles durch hat. Okay. Also, ja. Es ist, was es ist. Oh, jetzt sind wir hier oben, sammeln Ringe ein. Eigentlich halte ich nur den Oben-Knopf gedrückt. Viel mehr drücke ich hier nicht. Ja.
Aber ich meine, das andere Spiel, was wir vorher gespielt haben, das hatte auch nicht viel tieferes Gameplay. Es war einfach nur Button-Mashen. Das ist einfach nur halt die Oben-Taste gedrückt, das Spiel. Also, wer ist der wahre Gewinner am Ende? Ich finde, das Sonic-Modell sieht, wenn man links guckt, ein bisschen gelungener aus als das von Mario. Naja. Aber das Lied kenne ich. Das ist irgendwie, das war in vielen Flash-Games und Flash-Animationen. Aber hör mal auf hier. Ich meine, wie weit soll das denn hier noch gehen? Spiel jetzt Mario vs. Tarzan. Interessanterweise haben wir schon mal Mario vs. Tarzan 2 gespielt. Hier kommt der erste Teil. Ich weiß nicht, warum das so sortiert ist. Okay, jetzt verstehen wir, warum es Mario vs. Tarzan 2 heißt. Vielleicht finden wir auch irgendwann raus, warum es Mario Luigi 4, also Mario vs. Luigi 4 mal gießen hat. So. Wow, so viel Feuer. Warte mal, ich kann bei Level 4 schon anfangen? Ah ja. Es ist dasselbe Spiel. So viele Tarzans. Es sind 3 Tarzane auf dem Bild gewesen. Okay, wir haben gewonnen. Next Level. Der Tarzan da oben, der ist einfach nur so da. Muss ich hier so snipen? Hallo. Wieso ist diese Wand jetzt so fest? Die fallen auch gar nicht runter, die Dinger. Hier, den Tarzan. Ey, wie schaffe ich das? Jetzt mal ehrlich, ich weiß gar nicht, wie man das hier gewinnt. Hehehehe. Mario sagt ganz hehe. Da, fall doch mal da runter. Ich check das nicht. Na gut. Halten wir uns kurz mit dem Spiel. Erstmal, weil ich überhaupt nicht checke, wie man dieses Level hier schaffen soll. Da unten ist immer noch das unsichtbare Wasser. Außerdem haben wir schon Mario vs. Tarzan zweimal vorher gespielt haben. Eigentlich war das irgendwie fast das gleiche. Hier spielen wir Mario vs. Zombies. Ein sehr interessantes Spiel, weil die haben Plants vs. Zombies von diesem Flashgame geklaut. Ganz bestimmt sogar. Das ist bestimmt nicht ausgedacht. Okay. Ich weiß nicht. Ich habe Plants vs. Zombies nie gespielt, muss ich zugeben. Das war... Ich weiß es nicht, irgendwie nie. Was ist Marios Würstchenarm? Ich kann es leider nicht größer, aber guckt euch Marios Ärmchen an. Okay. Brauche ich Kenntnisse für Plants vs. Zombies, weil ich kann hier gerade gar nichts machen. Ich kann irgendein... Ah, mit WASD bewege ich mich? Okay. Zumindest. Ah, da kommen die Zombies. Okay, und let's go. Okay. Gibt's auch einen Ich-Schlage-Knopf? Ich meine, Mario hat schon seine Arme da so bereit. Oh, Power-Up. Hallo. Oh, ich habe einen Knopf gefunden. Es ist der... Welcher Knopf war das? J. J ist schlagen. Okay, leider bin ich jetzt wahrscheinlich viel zu spät dran. Das ist der hässlichste Mario. Okay, es ist wahrscheinlich nicht mal der hässlichste Mario, den wir bis jetzt gesehen haben. Aber toll sieht er auch nicht aus. Schön, dass die ganzen Schafe und Kühe im Hintergrund fröhlich am krass fressen sind. Okay, meine Pflanzen oder was auch immer, die Schnurrbartbäume gehen kaputt. Tja. Oh oh, da ist ein Anwalt. Zombie, jetzt auch dabei. Ja, Mann. Okay. Kann ich auch irgendwas anderes? Weil, was ist diese 98 da bei meinem Leben unten? Also, wenn ich oben gucke. Ach so, warte mal. Jetzt ist er wieder aufgeladen. Hallo, Herr Anwalt. Das ist illegales Betreten von Privatgelände. Okay. Ja, gut. Ich glaube, ich habe es eh schon verkackt von Anfang an. Ich weiß sogar nicht. Oh. Oh, what? Oh mein Gott! Ich wusste gar nicht. Leertaste war das, glaube ich. Okay, wir gewinnen doch. Scheinbar. Schöner Regenbogen im Hintergrund. Okay, ich glaube, wenn die Leiste auf 100 ist, dann darf ich so eine All-In-Attacke machen. Naja, aber trotzdem, das ist echt ein sehr stumpfes Gameplay. Man darf nicht mal den Knopf gedrückt halten zum Schlagen. Man muss den immer wieder drücken. Oh, Sichel? Nein, was ist das? Golfschläger? Gibt es noch irgendeine Geheimattacke? Sonst mache ich jetzt aus. Oh, Cop. Naja, machen wir aus. Das war ein Vergnügen. Sehr viele Mario vs. Spiele heute, ne? Denn jetzt kommt Mario vs. Donkey Kong. Nicht zu verwechseln mit Mario vs. Donkey Kong für Game Boy Advance. Das hier scheint was komplett anderes zu sein. Okay. Ich drück das nicht. Das Spiel... Achso, das ist noch das Intro.
MarioGameOnline.net. Schön. Coole Animation. Free Mario Games, das ist ja stark. Okay, es ist zwar Artwork von Mario fürs Donkey Kong 2, glaube ich. Vielleicht gucken wir uns erstmal die Steuerung an diesmal, huh? Sonst struggle ich wie im letzten Spiel. Okay, aber das sieht nach einer einfachen Steuerung aus. Okay, spielen wir. Medium. Oh, okay. Okay, ich bin ein wütender Paper Mario. Wir retten diesmal Peach, obwohl eben im Artwork Pauline zu sehen war. Okay. Das sind rosa, ne, lila, ne, Buhus. Oh. Okay. Geht der die Leiter runter? Nein. Naja, okay, also auf den ersten Eindruck funktioniert dieses Spiel. Die Musik ist zwar voll abgedorscht, aber. Oh, Scheiße! Okay, boah, ich wusste nicht, dass das Ding da lang rollt. Ich glaube, der Anfang, der ist am nervigsten mit den Piranha-Pflanzen hier. Naja, ich tue, was ich kann, ha? Gucken, ob ich wenigstens das erste Level hier schaffe. Eigentlich ist das hier hauptsächlich ein großes Wartespiel. Das ist nicht so meine Stärke, aber wir gucken mal. So, ich glaube, hier bin ich hier sicher. Okay, dann hauen wir mal ab. So wie ich diese cool programmierten Flash-Games kenne, darf ich gar nicht auf den Goomba draufspringen. Deswegen probiere ich das gar nicht erst. Oh, doch. Durfte ich. Ich hatte es nicht mal drauf angelegt, aber da ich nur so kleine Sprünge kann. Und den Stern und Peach, die irgendwie heult, retten. Das ist ein sehr hässlicher Donkey Kong. Und tschüss. Okay. Nächstes Level. Ganz ehrlich, das Spiel funktioniert. Es ist okay. Es ist okay. Es ist inspiriert von den alten Donkey Kong Spielen. So, baut lustige Parkour-Level auf. Mit ein paar Fallen und so weiter. Ist nicht das Schlimmste, was ich hier gespielt habe bisher. So, wie komme ich denn da hoch? Ach so, auf der Plattform hier wahrscheinlich, oder nicht? Nee, da. Wo kommt denn der Bob-Bomb her? Schlechtestes Spiel aller Zeiten. Okay. Auf ein neues. Oh, das war knapp. So, ich weiß, dass da oben ein Stachel ist, deswegen warte ich jetzt hier. Wow, das war eine Enttäuschung. Komm. So. Ja, wir bleiben so semi auf der Plattform drauf. Also ich denke, ich muss da runter und diesen lustigen Knopf drücken. Wo geht der hin? What the fuck? Was war das denn? Ich wollte unten auf die Plattform springen. Der ist viel zu sehr nach vorne geschossen auf einmal. Gegen meinen Willen. Okay, dann nochmal. Lustig. So. Oh shit. Okay, ich hab's irgendwie auch drauf geschafft. Okay. Und auf den Knopf. Ah, dann kommt diese Plattform. Jetzt muss ich den ganzen Weg da nochmal zurück. Okay, Moment, ich muss auf diesen blöden Bob-Omb achten. Der hat mich nämlich eben auch umgebracht hier. Geh weg, Piranha-Pflanze. Okay. Ja. Oh Mist. Sowas Blödes. Okay. Oh, was ist mit der Musik los? Scheiße, haben wir ein Zeitlimit? Warte mal. Wieso ging die Musik kurz so ab? Naja, ich verstehe es nicht ganz. Wir müssen mit der Plattform laufen. Okay. Yeah. Boah, wir haben echt das Level geschafft. Hätte ich nicht erwartet. Ich weiß sogar nicht, wenn man das auf Easy oder auf Hard spielen würde, wie sich das Spiel ändern würde. Und ein drittes Level. Yeah, okay. Ey, das war gemein. Das ist echt eine komische Plattform hier. So. Oh, ich hätte nicht springen dürfen. Scheiße, ich habe noch ein Leben, ne? Also, es ist auf Leben basiert. Natürlich blöd. Ey! Hallo? Diese Plattform hat echt eine schwammige Hitbox. Nein, nicht von vorne. Boah, ganz ehrlich, okay, der Cooper ist zum Beispiel neu bei Hard Mode. Ich hätte ein bisschen weiter gespielt, aber dass man hier wirklich zum Level Anfang zurückgebracht wird. Warte mal. Ich zauber mich jetzt
Ein paar Level weiter. Schaffe ich das? Moment. Schritt vor. Level completed. Oh Gott. Oh nein. What? Ich bin zwei Mario. Okay, Moment. Ich glaube einfach nur, dass ich das Spiel kaputt gemacht habe. Ah! Scheiße, das Spiel ist sehr resistent, dass man hier cheaten kann. Ne, ich habe es einfach nur zerstört. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, ich glaube, das führt zu nichts mehr. Ich glaube, wir müssen aufhören, weil jetzt habe ich das Spiel endgültig zerstört, indem ich versucht habe, hier zu cheaten. Okay, aber hat Spaß gemacht. Irgendwie. Also, war okay. So, jetzt muss ich mal gucken, weil das nächste Spiel heißt Marios Basketball Challenge und das ist jetzt zweimal drin. Das scheint aber beides das gleiche Spiel zu sein. Deswegen weiß ich jetzt nicht, welche Version ich davon spielen soll. Aber vielleicht ist das auch eigentlich egal. Nehmen wir eine davon. Das Spiel ist irgendwie doppelt drin. Das kommt eigentlich nicht vor, dass Spiele doppelter platziert sind. So. Lädt nicht. Geben wir der Sache noch 5 Sekunden. Okay. Oh, da passiert doch was. Okay. Ein sehr langsamer Ladebildschirm. Das ist, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, eins dieser pre-rendered 3D-Spiele, von denen wir schon ein paar hatten, wo Mario so komisch aussieht. Wobei Mario bei vielen Spielen komisch aussieht. GameStein, wo ein Stein, ihr wisst schon, ich habe das Ding sogar als Titel für einen meiner Videos benutzt. Mario muss jetzt den Basketball spielen. Aim, Schmeiß, wenn, okay, Doppelpunktzahl für den Stern. Goombas werden auftauchen und versuchen, deine Würfe zu blockieren. Schauen wir mal. Put your mouse around here. Yeah! Oh, da ist sogar ein Mario-Logo drauf auf dem Ball. Oh, ein bisschen zu weit. Oh, shit. Da sind die Goombas. Oh, Double Points. Warte mal, ich kann einfach so bleiben. Nee, kann ich nicht. Ey, das ist... Naja, nicht so gut wie Mario Slam Basketball für Nintendo DS, aber es ist ein funktionierendes Spiel. Ich meine, der Mario sieht zwar hässlich aus, aber ich weiß nicht. Ich finde irgendwie hat dieses komische 3D-mäßige Charme. Ich weiß nicht, ich mag es. Ich mag die Grafik. Sie sieht total scheiße aus, aber ich mag sie. So, und oh, so knapp dran vorbei. Wir haben nur noch 28 Sekunden. Ein schöner Wurf. Und jetzt mal so. Ist jetzt auch eigentlich auch nicht so viel anders als ein Minigolf-Spiel. Wow, das war gemein. Die Goombas haben sich geswitcht. Yeah, guck mal hier. Wir hauen ja einen nach dem anderen raus. Okay, vergesst das. Noch 5 Sekunden. Schaffen wir noch einen? Geh weg, Goomba. Einen schaffen wir noch. Geil. Game over more games. Wer ist das denn? Wer ist dieser Typ? Highscore geknackt. Daily, weekly, monthly, all time. Also ich glaube nicht, dass dieses Leaderboard überhaupt noch aktiv ist, wenn es überhaupt mal gewesen ist. Ja, und das war's. Ein kurzes, knackiges 3D-Mario-Spiel. Und ich mochte das. Es hat mir gefallen. Es war jetzt kein super innovatives Superspiel, aber es war ein cooles, kleines Spiel für zwischendurch. Jetzt spielen wir Mario's Journey, Publisher Newgrounds. Und ja, dieses Spiel kommt mir optisch gesehen auch bekannt vor aus meiner Kindheit. Allein schon dieses Logo, also dieses Play Rules, das ist so richtige Newgrounds-Schrift. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit meiner Kindheit auf dieser Webseite verbracht. Wow. Manchmal will man sich an ein paar Sachen vielleicht doch nicht mehr zurückerinnern. Ja, wir müssen mit dem Plattform laufen. Also es kann nicht ganz so alt sein, das Spiel, weil ich hier als aufmerksamer Mario-Gamer sehe, dass ich ein Leben verloren habe. Hat er mich jemals überhaupt berührt? Nein, das Spiel benutzt Grafiken aus New Super Mario Bros. Und das Spiel kam 2006 raus. Das heißt, dieses Spiel kann natürlich nicht älter als irgendwann Mitte 2006 gewesen sein, dass es released worden ist. Auch wenn diese Grafiken richtig scheiße aussehen. Also diese Bodengrafiken zum Beispiel, die sehen wirklich nicht schön aus.
So. Das ist ein richtig gerotztes Spiel eigentlich, wenn man es mal so sieht. Aber ja, ich glaube, dass ich das schon mal gespielt habe. Jetzt müssen wir ein bisschen um diesen Goomba rumtanzen. Und... You made it to the next level! Level 2. Es ist ein Geisterhaus. Mit ganz viel... Also ich weiß nicht, wie er diese Grafiken so zerschossen hat, aber... Das sind zum Beispiel diese Steinblöcke... What? Okay, ich habe mich durch die Wand geglitscht. Aus New Super Mario Bros., wie gesagt. Aber die sind so richtig verwaschen. Ich glaube, ich will mich nochmal durch die Wand durchglitschen, wenn ich das hinkriege. Okay, wir verlieren. Am Ende sind wir immer der Verlierer. Wir haben noch 2 Leben. Okay, wir können nicht unter der Plattform her. Ich meine, das ist so einfach. Einfach durchlaufen. Und schon gewinnt man. Ah, hier geht das aber nicht mehr. Ah, da kann ich mich nicht mehr durchcheaten. Okay. Dann versuche ich das Ende normal zu lösen. Tja. Ui, okay. Und rein da. Wir sind durch den Boden gefallen. Aber wir haben gewonnen. Level 3. Wieder draußen. Okay. Das ist ja fantastisch. Okay. Das Level... Oh, scheiße. Ich wollte schon sagen, scheint leichter zu sein. Aber überhaupt nicht. Diese blöden Piranha-Pflanzen oder was das sein soll, gehen ja bis nach da oben. Zumindest der eine von denen. Naja, aber immerhin die Musik ist ganz nett. So, eigentlich sind die anderen beiden keine Gefahr mehr. Ab hier, jetzt muss ich nur auf den Rex aufpassen. Ich gehe mal sehr stark davon aus, man kann hier auf Gegner gar nicht draufspringen. Also, ich meine, das Spiel ist so schon... sehr schwammig programmiert. Ich glaube nicht, dass der, wer auch immer das war, einprogrammiert hat, dass man auf Gegner springen kann. Oh, erst kommt ein Unterwasserlevel. Haltet euch alle fest. Geht nicht davon aus, dass man hier schwimmt oder so. Oh, das schaffe ich nicht. So, doch. Guck mal. Was auch immer das Spiel von mir wollte. Er wollte, dass ich ja lang, rechts lang laufe und sowas. Toll. Aber ich mache hier einen Speedrun-Timeskip. Okay, die Musik geht voll ab. So, dieser Blooper, der ist aber ein bisschen scheiße hier. Ach, der verfolgt mich. Okay, dann locken wir den mal hier hin. Blooper sind die neuen Bugus. So, das dürfte reichen, oder? So. Ich kann es kaum fassen, dass ich die Spiele immer noch spiele, aber ja. So, geschafft. Play, Level 5. Wir haben noch ein Leben. Ach du Scheiße, was ist das für ein Level? Das ist einfach nur eine Plattform mit ganz vielen Gegnern. Ich bin genauso schnell wie die. Oh, das Ende wird interessant. Okay, und Level geschafft. Level 6, das ist jetzt ein Cave. Ne, so ein Underground-Level. Warum haben die ihre Augen nicht weiß, die Hammerbrüder? Ach du Scheiße, wie die Hämmer schmeißen, ne? Try again. Game over! Manometer. Armorbot. View scores online. Kann ich mich durch die Level durchcheaten hier? Nein. Ja, Moment. Ah, ich werde immer nur in den Titelbildschirm reingebracht. Ja. Bei manchen Spielen kann man sich durch die Level so ein bisschen durchcheaten, aber hier nicht. Ja gut, war das Spiel gut? Nein, es war nicht gut. Aber hier scheint Erscheinungsdatum 17.09.2009. Doch so spät, okay. Wer weiß, ob das, weil hier steht Quelle y8.com, bla bla bla. Also ich werde es wahrscheinlich auf Newgrounds zuerst gespielt haben. Vielleicht war es ja doch da ein bisschen früher raus. Ja, es war nicht gut, das Spiel. Aber hey, ein bisschen nostalgischer für mich. Jetzt spielen wir Mario's Mushroom Farm. Wie schön. Wenn es hier mal losgeht. Okay, Toon Games, haben wir schon das mal gesehen. Okay. Mario hat eine Farm. Okay, und Donkey Kong. So, es ist ein komisches Mario-Gemälde, aber ja, es ist Mario irgendwie. Level 1. Oh nein. Wieso versuchen wir, die Spiel zu verkaufen? Warte mal, ich habe die Pilze gar nicht eingesammelt. Ja, so Farming und sowas. Und das ist irgendwie... Keine Ahnung, ich habe jetzt an irgendwie sowas wie Farmwell gedacht. Oder Harvest Moon. Nein, von wegen. Es ist wieder ein beschissenes Racing-Spiel. Wo man die Pilze drin behalten muss.
Dieser Mario sieht komisch aus. Er sieht nicht mal schlecht aus, aber er sieht komisch aus. Aber das, zumindest von der Mario-Grafik her, sieht das schon ein bisschen aufwendiger aus als viele andere dieser Art von Spielen. Stop here to unload. Okay, ich habe die Hälfte verloren dabei, aber hey, man tut, was man kann. Die werden hochgebeamt, als wäre das ein UFO. Level 1 geschafft. Okay, ich meine, das Spiel macht mir jetzt nicht gerade Lust, dass ich hier 8 Level spiele. Außerdem, warum musste ich hier am Anfang immer warten? Schmeiß mir ja auch direkt da rein und los geht's. Ich meine, kein Spiel ist dadurch besonders gut, dass man die ersten 10 Sekunden immer warten muss, bis man überhaupt mal loslegen darf. So, ich fahre einfach los. Scheiß auf Verluste. Am Ende muss man ja 2 übrig haben, wenn man oben rechts guckt. So. Spielt jetzt auch nicht gerade Motoren-Soundeffekte oder sowas? Okay. Und angekommen. Wow. Wir thrown. Warte mal, das zählt. Wir haben trotzdem gewonnen. Okay, lassen wir das. Jetzt spielen wir Mario's World. Das scheint... Ah, warte mal, das scheint von Nintendo selber zu sein. Jetzt lese ich gerade. Hallo. Können das mal nicht so abspacken hier? Ich versuche es mal klein und groß zu machen. Da, besser. Das ist ein Mario-Render aus der Nintendo 64-Ära. Also ist das eine Webseite aus Mario 64-Zeiten? Hot Titles? Ah, das öffnet einfach nur irgendwelche... Nein, ich will nicht Microsoft Edge öffnen. Hallo? Darf ich mir das Fenster auch schließen oder so? Ihr seht das, glaube ich, nicht. Nein, geh weg mit Edge. Ich will nicht. Okay, das ist die... What the fuck? 100 Webseiten öffnen sich hier. Okay. Nicht auf Hot Titles klicken. Mario History? Ah, öffnet auch nur irgendwie. Downloads? Es öffnet einfach nur irgendwelche Seiten... Keine Ahnung. Forum. Gibt's ein Forum? Torrent? Torrent-Dateien? Warte mal. Was ist das hier alles? Ich glaube, ihr dürft das gar nicht sehen. Das wird auf Dings gar nicht angezeigt. Auf der OBS-Plattform. Mario Portal Home 1.svf wurde blockiert, da dieser Dateityp ihr Gerät beschädigen kann. Okay, Nintendo. Warte mal, Download fortsetzen? Nein. Was steht denn hier alles? Okay, mehr kann ich hier nicht machen. Es öffnet nur irgendwelche Seiten, wo ich gewarnt werde, dass ich mir Viren hole. Danke, Nintendo. Danke für die Viren. Das war's leider. Mehr kann ich ja nicht machen. Das kann man ja kaum als Spiel bezeichnen. Mario War Escape spielen wir als nächstes. Na, ich meine, ein richtiges Spiel, ne? Manchmal haben wir Nintendo-Webseiten hier gehabt. Das sind hier so oder so keine Spiele in dem Sinne, sondern einfach Webseiten-Historien von Nintendo selber. So, jetzt spielen wir das hier und... Oh nein, nicht wieder die Viecher. Oh. Ich hasse die. Ich hasse dieses. Achso, ich bin der Block. Haben wir gewonnen? Achso, wir müssen uns beschützen vor Bowser. Immerhin sieht der Bowser einigermaßen wie Bowser aus. Nicht wie ich hier. Ich bin einfach nur Kopf mit... Ach du Scheiße. Ich hoffe echt, dass niemals ein offizielles Mario-Spiel rauskommt. Das war eine sehr dreckige Lache. Sehr dreckig. So, jetzt sind Mario und Luis, wie die schon mal genannt worden sind, in einem anderen von diesen Spielen. Hallo, rollt mal noch nicht weg. Ach, toll. Ja, schade, das lief ja fantastisch. Die rollen mir einfach nach rechts alle. Was ist das denn? Okay, vielleicht so rum. Ist besser wahrscheinlich, ne? Naja, ich glaube, es wird reichen. Hahaha. Okay. Ja, Mann, dreckige Lache. Okay, eins noch. Was muss ich denn hier machen? Moment. Hier, auf Luigis Kopf. Ich glaube, Luigi kriegt's voll ab. Reicht es auch, wenn nur einer überlebt? Oh, was für eine Sauerei. Okay, Moment, wir machen so. Wir müssen ihn einfach da reinstoßen. So, und dann zumachen hier. Okay.
Können Sie sich vorstellen, ja, wir haben gewonnen. Außerdem ist die Clownskutsche nicht die von Bowser, sondern von Bowser Jr. Und sie ist blau und nicht grün. Also, ne? Sehr falsch gelaufen, okay. Okay, lass mich das nächste Level nur mal angucken, aber... Ich meine, ich habe mal ein paar ähnliche Spiele gespielt. Nicht das, wo ein Bowser hier Feuer macht, aber da, wo man irgendwie so Plattformen platzieren musste und dafür sorgen musste, dass sie nicht runterfallen und sowas. Oh, tschö. Ja, spielen wir Mars Mario. What? Mario ist auf dem Mars? Oh Mann, das kann ja nur ein gutes Spiel werden. Das reicht von dieser komischen chinesischen Seite hier. So, ach ja, es braucht immer ein paar Sekunden zum Laden. Ist immer so. Immer blöd, ne? Aber gut. Mars Mario. Der sieht sehr aus wie ein Mars-Mensch. Okay. Wow! Heavy Metal! Wir haben gewonnen! Und können trotzdem ja weiterlaufen. Okay, Geheimagentenmusik. Wir müssen einfach Seesterne sammeln. Das kann man ja kaum als Challenge bezeichnen. Ich muss einfach nur diese blöden Dinger einsammeln. Warum Mars? Warum ist das ein Mars-Spiel? Er ist an einem Strand. So, das ist auch eins von diesen coolen Spielen, wo man aus der Luft nochmal springen darf. Metal! Aber nicht der gute Metal. Okay. Ja, es ist wahrhaftig ein Spiel. Nächstes Mal vielleicht irgendeinen Twist einbauen, dass man auch verlieren kann vielleicht. Moment. Oh shit, ich habe verloren. Nebenbei. Oder? Nee, Quatsch. Ich kann ja diesen Supersprung hier. Okay. Wow. Ich hoffe, ich kriege keinen Copyright Strike. Ich habe für manche von diesen lustigen Flashgame-Videos, also jetzt nicht Copyright Strikes in dem Sinne bekommen, dass ich hier irgendwie meinen Kanal schließen muss, aber das so richtig gesagt... Das war nicht meine Stimme. Das war wirklich ein Heavy-Metal-Vocalist. Nein, wo dann gesagt wird, ah, das hat Content von dem und der Musik. Deine Einnahmen, die kannst du in die Haare schmieren. Die kriegt jetzt jemand anderes. Oh, kommt der Stein wieder? Oder habe ich jetzt verkackt? So, es ist alles Strandthema. Muschel als Plattform. Palme im Hintergrund. Coole Bambustüren. Wo bitte ist das Mario im Weltall? Mario Marsmensch. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Warum wird man hier verarscht? Scheiße, jetzt habe ich die Plattform nicht bekommen. Und warum sieht Mario selber so kacke aus? Okay. Ach so, jetzt haben wir verkackt. Ah, okay, man darf die nur einmal... Ja, danke, tschö.